Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Hier haben wir Zwack und Volidea ist bei mir. Wir sind hier dabei, gerade ein Event zu machen und dafür müssen wir da hinten hin. Ich glaube, dieser Volidea, der Stufe 22er, der ist gleich schon da, ne? Er ist gleich schon da. Aber ich gehe auch hin. Ich hoffe, er ist freundlich und sieht, dass ich nur ein kleiner Noob bin, der was abgreifen will. Okay, keine Ahnung, was das hier ist. Aber ich sollte mich zuerst verteidigen. Au! Bezieh dich! Mädel, hau ab! Scheiße. Das war das Event. Ich war dabei. Deswegen habe ich alles bekommen und ich habe noch einen Stufenhof bekommen. Nice. Oh, ich glaube, Volidea braucht Hilfe. Okay, oder er braucht keine Hilfe. Na gut, dann gucken wir uns hier noch ein bisschen um. Ich meine, ich kann jederzeit das Level abmachen. Von daher, was soll's. Hör dich, Mädel. Hör dich. Terminal der Sicherheitsstation. Ups. Irgendwelche Steuerung? Was war das? Poseidon-Steuerung. Einheiten aktivieren. Ah. Okay, Kleiner, du machst das schon. Ich vertraue dir. Jetzt brauchen wir noch ein stilles Örtchen. Deswegen bin ich hier auf der Toilette. Oh, hi. Ich will irgendwo mein Level abmachen. Okay, wir hocken uns hier einfach hin und machen unser Level auf, ab. So, du hast Stufe 5 erreicht. Kampf gegen andere Spieler ist aktiviert. Okay, wir haben Teammitglied, Eventmitglied, Verbündete. Ah, die Gelben sind Verbündete, es sei denn, sie werden gesucht. Okay, Fremde als Team zusammenarbeiten, tauschen oder angreifen. Schaden wird verringert, bis beide Parteien angreifen. Okay, Darwin hatte recht. Keine Schadensreduktion. Okay. Ah, ich sehe schon. Es geht einfach nur darum, wenn wir einen gelben Spieler sehen, ist das ein Verbündeter, weiß ist ein Fremder, da können wir uns aussuchen, was wir mit ihm machen. Und rot bedeutet ein Gegner, also ein Gesuchter, den wir auch gerade getroffen haben. Und ja, ich würde sagen, damit geht's weiter. Du hast ein ungeöffnetes Skill-Paket, möchtest du es öffnen, ja? Deine Mutter wurde gestern verhaftet. Sie ist schärfer als die Polizei erlaubt. Okay. Finde ich gut. Das heißt, man kriegt Skill-Pakete und da finden wir diese Karten, die wir hier oben haben. Ups. Nein, zeige ich euch gleich. So, wir haben auf jeden Fall hier noch ordentlich was. Wir gehen diesmal auf Agility. Aktionspunkte regenerieren sich 50% schneller. Wenn deine Gesundheit weniger als 20 beträgt, benutzt du einmal alle 20 Sekunden automatisch ein Stimpak. Stimpak. Sorry, ich sag's jedes Mal wieder. Deine Geschwindigkeit beim Sprinten wird um 10% erhöht, wenn du eine Pistole ausgerüstet hast. Dann nehmen wir das. Okay. Okay, das sind Sachen, die ich also geschenkt bekommen habe, ja? Wir haben noch einen Stufenaufstieg, aber das machen wir gleich. So. Ich muss hier erstmal durchblicken, ich komme hier gar nicht klar. Deine Improwaffen verschleißen 30% langsamer und die Reparatur ist günstiger. Ah, das ist nicht schlecht. So, erstmal das mit dem Simpack.
Wenn deine Gesundheit unter 30% liegt, erhältst du eine Chance von 15% Schaden zu vermeiden. Aktionspunkte regenerieren sich mehr und du nimmst 30% weniger Strahlung durch Essen und Trinken auf. Ja. Ich frage mich, wie viele Karten ich aufsammeln kann. Ist das, weil ich Glück Level 3 habe, dass ich 3 Stück tragen kann? Ich habe keine Ahnung. Wir gehen auf jeden Fall nochmal auf Agility. Skill wählen. LS. Achso. Agility. So. Im Besitz, im Besitz. Achso, das habe ich alles schon im Besitz. Hm. Du erhältst beim Sprinten 15% Schadens- und Energieresistenz. Keine Powerrüstung. Nehmen wir das mit der Pistole, dann können wir jedes Mal die Pistole ausrüsten, wenn wir laufen. Klingt nach einem Deal, ne? Und ich bin durstig. Aufbereitetes Wasser. Na gut. Schleichen wir uns hier mal durch die Gegend. Hallo? Ups. Wer atmet hier in mein Ohr rein? Ich hoffe, dieses Mal ist es nicht zu laut. Das letzte Mal war es zu leise. Das Problem war, dass ich das eine Mal zwei Audiospuren gleichzeitig anhatte. Und deswegen wurde es einfach nicht leiser auf meinen Ohren. Und deswegen habe ich es ganz leise eingestellt. Aber die eine Audiospur, die so laut war, die wurde nicht aufgenommen. Keine Ahnung, das ist ganz, ganz seltsam. Also, war verwirrt. Oh, das war ein Holomant. Holos. Anfordern. Nuka-Tipper. Wahrzeichen von Philips, was? Hören wir uns das mal an. Hey Leute, hier ist wieder Ihr Lieblingsbesucherführer Dick Shale. In Appalachia gibt es eine ganze Reihe von historischen Wahrzeichen, die einen Besuch wert sind. Heute möchte ich Ihnen etwas über den Philippi-Soldatenfriedhof erzählen. An diesem Ort hat das erste Gefecht des Bürgerkriegs stattgefunden. Erfahren Sie mehr über dieses wichtige Kapitel der Geschichte von Appalachia, als West Virginia noch zu Virginia gehörte. Besuchen Sie das Museum, um authentische Uniformen, Waffen und Ausrüstungsgegenstände zu sehen, die im Bürgerkrieg tatsächlich eingesetzt wurden. Wir freuen uns auf Sie. Okay, das ist einfach nur ein Führer, ja. Was machen die denn da für so einen Krach? Aber gut, dann können wir jetzt wenigstens einmal kurz zurückgehen. Ich bin froh, dass wir recht schnell laufen können. Deswegen macht das nichts, dass wir jetzt überladen sind. Schnell reisen können wir eh nicht. Na gut, jetzt können wir mittlerweile schnell reisen. Wir sind ja schnell genug. So, liebes Terminal, was hast du denn für Informationen für mich? Jacob. Ich bin eingeschlossen, Jacob. Ich komme nicht raus. Ich habe alles, was geschehen ist, durch das Fenster gesehen. Das Gas, die Demonstranten, die durchgedreht sind. Dich. Es tut mir leid, Jacob. Ich konnte sie nicht aufhalten. Ich liebe dich. Wir werden bald wieder zusammen sein. Rini. Okay. Komische Geräusche im Hintergrund. Rini, ich kann das nicht glauben. Meine Güte. Brent, das da draußen sind unsere Arbeiter. Brent, jetzt nicht mehr. Du hast ja die Richtlinien gesehen. Jeder von ihnen wurde gefeuert, als er sich dem Streikposten angeschlossen hat. Auf Nimmerwiedersehen. Du hattest das Militär nicht rufen müssen. Wir hätten mit ihnen verhandeln sollen. Sie wollen doch nur einen neuen Vertrag, ein bisschen Arbeitsschutz. Ist das zu viel verlangt? Wir müssen nicht verhandeln. Wir brauchen sie überhaupt nicht. Die neuen Roboter werden Montag hier sein. Was? Warum hat man mir nichts davon erzählt? Warum? Vielleicht, damit du die Neuigkeiten nicht an die Gewerkschaft weitergeben konntest. Glaub nicht, dass wir nicht über dich Bescheid wissen, du Sympathisantin. Es reicht. Du bist gefeuert. Verschwinde verdammt nochmal aus meinem Werk. Nein, 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 Rini. Das werde ich nicht tun. Als Leiter der Sicherheit habe ich einen Notfall ausgerufen. Für die gesamte Anlage gilt jetzt eine Abriegelung der Stufe 3. Was? Kyle? Sir? Sorgen Sie dafür, dass Mrs. Hargrave in ihrem Büro in Sicherheit bleibt, bis wir uns um diese Demonstranten gekümmert haben. Jawohl, Sir. Nein, nein, Brent. Das kannst du nicht tun.
Ah, lass mich raus! Brand! Brand! Okay. Kleine Storys nebenbei. Und es stört ein bisschen, dass hier jedes Mal irgendwie einer rumschreit. Als hätte jemand hier Tourette-Syndrom oder so. Oh, hi! Ich sollte echt mehr aufpassen. Ansonsten, ja. Kann ich... Was war das Buch? Kann ich die Sachen in meinem Inventar schon auseinanderbauen? So werfen und so? Ablegen? Nee. Na gut. Aber wir können jetzt jedenfalls unser Camp verlegen, ne? Wir müssten ja jetzt mehr Kronkorken haben. Wie viele Kronkorken haben wir jetzt mittlerweile? Pizzen, Schrott, Mods, Munition. Wo sehe ich meine Kronkorken? Da, wir haben 143. Alter Schwede. Haben wir richtig kassiert. Hier gibt es so viel zu untersuchen. Okay, oh, hi. Oh. Scheiße. Hier ist irgendwo noch ein Geschütz. So eine kleine Werkstatt wäre nicht schlecht. Wo ich meine Sachen mal... Scheiße, ich bin gefangen. Nimm doch deinen scheiß Knüppel! Was geht denn hier ab, Leute? Wieso kämpft ihr gegeneinander? Wieso kämpfen die gegeneinander? Ich meine, ich habe nichts dagegen. Das hier ist ein wilder Ghoul. Das ist ein verbrannter Ghoul. Naja. Munition ist Munition. Was ist das? Schade. Ich dachte, hier könnte ich eventuell ein Zeug loswerden. Auch eine Werkbank oder so. Coca-Cola Quantum. Wir werden dieses Gebäude niemals fertig kriegen. Echt jetzt? Red Eggs verdünnt. Süderweiterung. Ach du Scheiße, was ist denn das hier? Ja, eine Werkstatt. Genau das, was ich brauche. Schlag doch zu! Wir machen jetzt mal die Tür zu. Kostet Schießen Ausdauer? Nein. Da verstehe ich nicht, warum ich die ganze Zeit keine Ausdauer hatte. Ach, weil ich überladen bin. Ist das eine Powerrüstung? Erfordert Skill 2. Kacke. Gegenstände verwerten. Erstmal den gesamten Schrott. Ich komme auf die Störung noch nicht klar. Also gut. Bleirohr. Impro-Pistole. Messer. Gehen mal direkt auf Waffen. Und wir haben eine Menge Schwarzpulverpistole. So kann ich den nicht tragen. Das ist ein... Woher habe ich das? Den hatte ich bei irgendeinem Mob gefunden, ne? Oder so. Oder war das im Schrank? Irgendwie so ähnlich. Ich erinnere mich. Ball. Was das für Munition sein soll, aber ich hoffe, ich kann sie herstellen.
Okay, du bist noch am besten erhalten. Stimmt, Pumpgun hätten wir auch noch, ne? So, was sagt die Kleidung? Partyhut, ja gut. Ja, wir können wieder laufen. Okay, wie wär's mit, ja, davon habe ich tatsächlich eine. Waffen. Was fehlt mir dafür? Wieso kann ich das nicht benutzen? Ich würde das gerne benutzen. Oh, wir können Schalldämpfer jetzt herstellen. Sehr schön. Oh, Jagdgewehr, Pumpgun. Och Mann. Muss da rein. Bestimmt die Powerrüstung, die der Typ anhatte. Brauche sie. Okay, die nächsten zwei Level gehen dann erstmal auf. Ich weiß gar nicht, wie ich an den Skill rankomme. Ich glaube, ich bin durstig. Sounds of Dane. Okay. Muss ich mir das anhören? Ich glaube nicht. Vielleicht kriegen wir hier noch zwei Level zusammen. Mal gucken. Ja, hier scheinen ja auf jeden Fall mehr als genug Gegner zu sein. Ich höre hier überall Schritte. Surprise, ich bin's. Ja, mit der Schrotflinte lässt es sich hier auf jeden Fall besser arbeiten. Wo ist der Typ? Oh Gott, puh. Jetzt bin ich wieder bei den Toiletten. Ich muss mir merken, dass die Powerrüstung hier unten ist. Wenn ich die habe, wird es alles ein bisschen einfacher, vor allem gegen Spieler. Dann ziehen wir die Powerrüstung immer schön gegen Spieler an. Hey, du da oben! Sind das die letzten zwei Waffen, die ich immer hatte? Oder kann ich die immer genau auswählen? Nehmen wir mal den hier. Auch noch einer rum, ne? Scheiße. Ladehemmung. Geil. Ich liebe Ladehemmung. Also echt. Oh, du hast ein bisschen mehr Leben. Junge, Junge, Junge. Oh Mann, hier ist so viel los. Wo sind hier so krass viele Gegner? Vielleicht weil man eigentlich hier nicht alleine rumlaufen sollte, ich weiß es nicht. Aber ich komme klar. Bin ja ein guter Spieler. Immer einer guck. Hä, wieso habe ich jetzt... Okay, es sind wirklich die letzten beiden Waffen, die man hatte. Ich wünschte, es wäre ein bisschen anders. Aber egal. So, haben wir noch irgendwas? Zweierkugel. Das Loot nehmen wir. Turbinenterminal. Die Turbinen erzeugen den gesamten Strom. Alles andere ist nur irgendein schicker Treibstoff, der sie am Laufen hält. Also vernachlässige die Inspektion und Wartung nicht. Ultrazitumbau.
Diese alten Kohlekraftwerkmaschinen sind nicht schön, aber sie haben unseren Umbau problemlos überstanden. Wir werden hier früher als geplant alles mit Ultrazit betreiben und Strom liefern können. Ja, scheint ja alles zu funktionieren. Hallo Michael Jackson! Was geht denn mit dir ab? Wieso habe ich schon wieder den Schläger hier? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wenn ich jetzt die Waffe wechsle, dann sind das vielleicht doch die letzten beiden Waffen. Ja, okay, es sind die letzten beiden Waffen. Alter Michael Jackson! Ganz ehrlich. Auf rumzupacken. Sachte. Hallo, ich... Na toll, jetzt sind sie schon zu zweit. Wie die Fliegen, ey. Wie meine Fliegen in meinem Terrarium. Surprise, motherfuckers! Bam! Jetzt seid ihr schon zu dritt. Ist mir egal. Oh, ja, alle weg. So können wir noch Munition sammeln. Hier geht's sogar noch weiter. Oder auch nicht. Hätte sein können. Wo soll ich als nächstes hingehen? Das ist hier einfach alles zu groß. Ich komme nicht klar, Leute. Ich komme einfach nicht klar. Dann muss ich den ganzen Scheiß noch mitnehmen. Gut ist, es ist halt nicht so wie ein Fallout, dass du völlig am Arsch bist, wenn du zu überladen bist. Und du kannst damit noch einigermaßen leben. Du musst halt nur warten, bis du wieder... Reaktor. Eine Werkbank findest. Achtung, diese Tür dient nur als Notzugang in die Reaktorkammer. Nutzen Sie in allen anderen Fällen bitte den Haupteingang neben dem Sicherheitsbüro auf und auf der unteren Ebene. Werde ich jetzt sterben? Ja, okay, hier kommen wir später erst hin. Ist die Tür jetzt wieder zugegangen? Ah, klar, wegen anderen Spielern wahrscheinlich, ne? Dass die nicht einfach reingehen. Bin ich jetzt am Anfang? Ich bin am Anfang! Cool. Explosionsschutzsicherung. Schutz herunterfahren. Keine Ahnung, was ich da jetzt gemacht habe. Oh, guck mal, jetzt können wir reingucken. Hallo, Michael Jackson. Na, ihr? Habt ihr Spaß im Reaktor? Ist irgendwas Schickes? Glaub nicht. Das ist irgendwie so eine Konsole, ja, aber. Hm. Ja, gut. Wir haben auf jeden Fall einiges erreicht. Hauen wir ab. Ich weiß jetzt, wo wir sind. Und wir müssen eh wiederkommen, weil da unsere Powerrüstung ist. So, hier wollen wir einen Ausgang, ne? Ja. Mal gucken. Also ich finde, mit dem Kopfgeld jagen finde ich ganz cool. Also es ist halt nicht ganz cool gemacht. Ich habe Angst, dass ich eines Tages auch so enden werde, weil wenn jemand auf mein Grundstück kommt, ich handle wie die Amis und pumpe die erstmal voll. Aber wir gucken mal. Ja? Und Kronkorken haben hier einen wirklich, wirklich hohen Wert. Aber so wie ich das gesehen habe, kann man hier auch irgendwie so einen Verkaufsstand machen, ne? Das heißt, rein theoretisch kann ich mich irgendwann mal AFK irgendwo in eine Ecke stellen und Sachen verkaufen. Wenn es denn wirklich geht. Und ich muss mal ganz kurz eine Sache machen, die stört mich die ganze Zeit schon. So. Hä? Bin ich nicht draußen? Ich bin rausgegangen. Was ist denn?
Oh Gott, ich bin am Sterben. Oh mein Gott. Was zum Teufel hat mich die ganze Zeit geheilt? Die Stimpaks, ich hab sie mir selber reingezogen, stimmt. Ich habe ja automatische Stimpak-Inhalation. Das war nicht der Ausgang. Okay, gut zu wissen. Aber Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder und dann gucken wir mal. Ne? Gehen wir kurz nach Hause und laden ein paar Sachen ab. Haut rein, euer Zero. Tschüss.